Ist es das Steak-Sandwich? Mit dem Heiko seiner Remoulade-Mayonnaise. Und wenn wir das gemacht haben, sehen wir gleich. Hey Freunde, was machen wir heute? Das weiß ich gar nicht. Und zwar ist einer begascht hier. Und zwar der Dirk. Hi Dirk. Hallo, servus. Wo kommst du her und wer bist du? Saarbrücke, Saarland und vom Grillkanal Wildfire, Out Cuisine. Ja, habe schon gesehen, ich habe den dabei gehabt beim Lunder Seminar und heute übe ich schon ein bisschen für die Weltmeisterschaft und da unterstützt er mich ein bisschen dabei, aber wir machen dann noch ein geiles Rezeptvideo. Dirk, was machen wir denn überhaupt? Steak Sandwich, ganz einfaches Rezept, das heißt, wir braten uns schöne Steak an, schneide das ganz fein in Tranche runter und belege dann das Sandwich dann mit der selbstgemachten Mayonnaise, Blitzmayonnaise, die der Heiko gleich hochzieht. Da schneide mal ein bisschen Kapern drin und ein bisschen Gürkchen. Mische das Ganze noch mit Senf, kommt nachher noch ein Knoblauchzehe dran. Und da wird das schön cremig, schlotzig, Steak, Fleisch, Salat, von allem ein bisschen was dabei. Wir hoffen, es schmeckt. Also schnelles, geiles Rezept. Jo. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Feuerblatt und grillen mal scharf an, oder? Jawohl. Dann kommen wir mit auf. Feuerblatt ist schon heiß. Und ich sage, wir nehmen das Fleisch drauf. Und zwar tun wir es einfach mal ganz scharf angrillen. Ganz kurz links rechts ist hier ein geiles Stück Beef. Und zwar Irish Beef. Und ja, lassen wir es mal 30 Sekunden drauf, dann drehen wir es mal rum. Und in der Zeit, wo der Heiko das Fleisch anbrot, schneide mir schon mal die Gurke und die Kapern zu. So, fangen wir mal mit der Gurke an. Mal so ein kleine Würfelchen und mische die dann nachher und dann die Mayonnaise drunter. Das machen wir jetzt noch mit der Kleinburg und anschließend mit der Kapern. Ich jetzt scharf angegrillt, jetzt durch den Butcherpapier innenwickle und dann durch ich das Gas ziehe und dann sehen wir uns gleich am Tisch. Geil, oder? Jetzt machen wir noch eine leckere Mayonnaise. Kennen wir eigentlich schon alle gar, habe ich ja schon mal gemacht. Ich mache jetzt erstmal das Eigelb drin. Eins. Dann gehe ich hier, mache ein bisschen Senf drin. Also ein bisschen. Dann machen wir ein bisschen süße Senf drin. Dann ein bisschen Knoblauch. Dann gehen wir hier und machen erstmal nur einen kleinen Schluck drin. Zack. Lege ich mal auf die Seite. Ein bisschen Pfeffer. Na. Bisschen Salz, dann nehmen wir den Mixer und gucken, wie er steht. Langsam das Ölen. Jetzt gehen wir hier und machen direkt Knoblauch noch rein. Machen noch direkt Zämpfen. Und was wir jetzt machen, ist die Limette drin. So, halbi reicht erstmal. Wir testen das mal. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran gemacht. Dann schmecken wir es gerade mal kurz ab. Ich schmeiß gerade mal durch. Oh, jetzt wird es schön cremig. So soll das aussehen. Holen wir mal ein Löffelchen. Schmecken es mal ab. Boah. Alter. Geil. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt gehen wir hier und machen noch die Gurke rein.
drin alles. Das wärmen wir jetzt ohne. Fertig aus. Jetzt probieren wir es mal komplett fertig. Die Creme, wo wir später drauf machen. Boah. Also, boah, ist die geil. Gut, das wär's. Ich würde sagen, Dirk, komm mal zu mir. Jetzt gehen wir ja schon gleich an den Steak, oder? Ja. Jetzt schneiden wir die Tranche runter und dann bereiten wir Sandwich vor. Bis gleich. Dann schneiden wir mal Sandwich auf. Heiko, kann Fleisch kommen? So. Alter Schwede. Jena, Spatja, Babi, ich komme. Alter Schwede. Heiß. Alter, sieht das geil aus, oder? Ey, wunderbar. Alter Falter. So, holen wir es runter. Machst du gerade Spatja, Babi, weg, mein Bruder? Fett, oder? Schneiden wir es auf? Ja, schneiden wir auf. Schöne Tranche. Ja. Wunderbar. Boah, ist das geil, oder? Sensationell. Alter, saftig ohne Ende. Butterzart. Ja. Weil der Dicke mein Gast ist, der ist auch ein geiler Leo, oder? Jawohl, dann machen wir erstmal ohne. Machen wir von unserer, vom Heiko seiner dollen Remoulade. Ey, die schmeckt geil, ne? Die ist so schön cremig. Das war ja deine Idee, das finde ich richtig geil, die Creme. Da. Also, das hätte ich nicht gedacht. So, da haben wir alles drin an Gewürze, an Geschmack. Deswegen lassen wir das Fleisch auch in Ruhe. Das soll nur Fleisch schmecken. So. Da holen wir auch ein bisschen auf den Deckel, da brauchen wir nicht ganz so viel, nur damit das schön halt. Nehmen wir die einzelne Tranche da drauf. Alter, was ist ein Sandwich, ey? Das ist ein Steak-Sandwich. Und dann auch noch ein gutes Steak, ne? Und dann ein ordentliches Stück Fleisch, ja. Butterzart. Das lassen wir weg. Ja. Machen wir ein bisschen Rucola oben drauf. Für die Dekoration. Ja. Und fürs gute Gewisse. Genau. Dass wir was für Gesundes gemacht haben. Ja. So. Schneide es jetzt noch auf. Deckel drauf. So. Jetzt haben wir probieren das mal. Hm? Jawohl, schneiden wir es mal auf. Auf geht's. Fit. Schneiden wir uns zwei Stückchen raus. So, mehr guter. Genau, schneid immer in die Mitte durch. Hol das doch. Alter Verwalter. Alter, jetzt müssen wir es aber nicht probieren, oder? So, Prost. Aha, Prost. Alter. Das ist geil. Sehr gut. Kann man auch so machen. Oh yeah. Ist das zart, mhm. Oder? Richtig, richtig geil. Schlotzig durch die Creme, ne? Absolut extrem. Also wirklich ganz zart durch die Creme, ne? Und das, von, wir haben das Fleisch gar nicht gewürzt. Mhm. Nur von der Remoulade. Mega. So Leute. Das Rezept nur dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich über Abo und Like freuen. Euer Heiko von Heiko's Hot Barbecue. Und Wildfire. Mhm.